Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Fashion Try-On Haul von der Marke Soul Mia. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe eben diese ganzen Kleidungsstücke einmal anprobiert und werde euch dazu die Bilder auch gleich mal einblenden und euch da auch meine ehrliche Meinung zu sagen. Soul Mia hat mir diese Produkte einfach kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich durfte mir da ein bisschen was aus dem Online-Shop aussuchen und darf die auch tatsächlich ehrlich bewerten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und echt nett und cool und toll und das freut mich wie Bolle. Wie gesagt, tolle Kooperation. Mit dem Code Claudi sparst du 18%. Wenn du möchtest, kannst du den gerne verwenden. Ich habe dir auch die Produkte, die ich dir hier zeige, in der Infobox verlinkt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Teil. Unter allen Kleidungsstücken trage ich das Gleiche. Also ich trage einfach ein schwarzes Top drunter, was ich jetzt anhabe, und eine schwarze Leggings. Ja, rote Socken habe ich auch an. Ich weiß nicht, ob man die jetzt sieht oder ob ich die rausgeschnitten bekomme. Aber das ist halt überall gleich und ja. Deswegen sieht man dann auch teilweise, wenn Kleidungsstücke ein bisschen durchsichtig sind. So auch bei dieser ersten Bluse oder Tunika. Das ist eher so eine Sommertunika. Man sieht, dass die halt super durchsichtig ist und sehr, 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 sehr leicht sitzt, ne? Also die hat ein schönes Muster, was ich gerne mag. Das ist so ein, ich weiß nicht, ganz leicht gestreift. Und das kann ich mir schön vorstellen an einem lauen Sommerabend, wenn man halt quasi den ganzen Tag im Top rumgelaufen ist und dann irgendwie noch eine kurze Hose anhat, so eine Hotpant oder so, dass man sich das einfach drüber zieht. Einfach so, um sich vor dem Wind zu schützen. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass man das halt irgendwie in den Rock noch reinsteckt oder so, wobei man da Probleme kriegen könnte mit der Knopfleiste. Ich habe euch das ja sowohl komplett zugeknöpft als auch aufgeknöpft gezeigt. Ich muss gestehen, es ist nicht mein Favorite-Teil. Ne? Es ist sehr, sehr groß, finde ich. Es ist die Größe M. Und ja, also es ist okay. Wir haben hier ein paar lose Fäden, die aber einfach nur aufliegen. Und ansonsten ist es okay. Aber für mich jetzt kein ultra krasses Teil. Das zweite Teil, was ich euch zeigen möchte, ist ein T-Shirt. Und das fand ich sehr fancy, weil Soul Mia ist dafür bekannt, dass die auch so T-Shirts herausbringen, wo man schöne Sprüche drauf hat oder so schöne Comic-Bilder oder so. Ne? Fand ich total niedlich. Und da habe ich mir ein T-Shirt von ausgesucht. Auch einfach mal, um zu schauen, wie die Qualität so ist. Und da muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Die Länge gefällt mir, die Qualität gefällt mir. Der Spruch ist auch echt süß. Ne? Also das ist ein süßer Spruch. Everything is possible if you believe. Also alles ist möglich, wenn du dran glaubst. Und ja, das ist ein schönes T-Shirt mit einem schönen Ausschnitt. Auch das ist in der Größe M und es gefällt mir. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch einfach unter einem Rock zu ziehen. Also dass ich quasi einen Rock anziehe oder dass ich das einfach ganz lässig mit einer Jeans kombinieren werde oder so. Aber das mag ich sehr, sehr gerne leiden. Auch wenn, also es fühlt sich sehr weich auch an. Ne? Die nächste Bluse, T-Shirt, was auch immer, hat mir von der Optik her richtig gut gefallen. Es fühlt sich nur ein bisschen schwierig an. Da muss ich gucken, ob ich zu sehr drin schwitze oder ob das was für mich ist. Das ist eher so ein schickeres Teil. Und zwar ist es diese blaue Bluse, wie auch immer, mit diesen weißen Punkten drauf. Wir haben hier halt so einen Ausschnitt, da muss man halt mit der Achsel immer ein bisschen aufpassen. Hinten haben wir auch so ein kleines Knöpfchen, das habe ich eben leider nicht zugemacht bekommen. Ich mag das, ich finde das süß, ich finde die Länge auch toll. Ich finde, das kann man mit einer schicken Hose kombinieren, das kann man mit einem Rock auch richtig schön kombinieren. Ich finde nur den Stoff sehr schwierig. Ne? Also es ist halt so ein Stoff, den du nicht wirklich bügeln musst. Ne? Also man hängt es dann auf und dann wird es trocknen. Aber ich persönlich habe mich verschluckt. Ich muss wirklich erstmal schauen, wie das so im Laufe der Zeit bei mir sitzt und wie das auch sich anfühlt und so, ob ich zu sehr drin schwitze. Das ist, also ich finde es mega, es steht mir auch voll, ne? Ich mag den Ausschnitt, der könnte vielleicht sogar einen Tick tiefer noch sein. Ansonsten finde ich das eigentlich ganz süß. Ähnlich geht es mir beim nächsten Teil. Das ist so, es sollte eigentlich langarm sein. Bei mir sind die Arme leider nicht lang genug. Auch das dürfte in der Größe M sein. Und das hat auch so einen schwierigen Stoff, muss ich gestehen. Es ist schick. Ich finde das hübsch. Ich finde, das steht mir. Ich finde das toll. Das ist so ein, weiß ich nicht, ne? Es hat hier so Bündchen und es müsste für mich persönlich einfach ein Tick länger sein. Unten ist es halt sowieso ein bisschen kürzer, was okay ist, wenn man das eh dann wahrscheinlich in eine High-Waist-Jeans reinstecken sollte oder in einen Rock reinstecken sollte. Ich liebe diesen Ausschnitt. Der
ist ganz, ganz toll. Also da siehst du, du kannst einen Top drunter ziehen und ein BH und du wirst es halt nicht durchsehen, was ich klasse finde. Ich finde aber halt auch hier wieder den Stoff etwas schwierig. Der ist sehr, sehr, sehr glatt. Aber ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Fan von reiner Seide oder sowas. Das ist halt eine ganz persönliche Geschichte von mir. Aber an und für sich mag ich dieses Shirt total, aber ich glaube, es ist mir einfach von den Armen her viel zu kurz. Als nächstes habe ich wieder so ein bisschen was Gemütlicheres, etwas Homeware-mäßiges, was ich total gerne mag. Ich fand es einfach mega knuffig. Das ist so ein Hausanzug, nicht? Nee, das ist ja im Prinzip einfach ein ganz, ganz langes Shirt und ich fand es einfach süß. Ich liebe diesen Panda hier vorne drauf. Ich finde den total knuffig. Was steht da genau drauf? Permanently tired, ja, permanent müde, definitiv. Ich finde hier aber den Stoff halt ein bisschen schwierig, ne? Es ist super für den Herbst, das muss ich wirklich sagen, oder für den Frühling, dass man halt so übergangsmäßig was hat, weil es ist nicht dick flauschig, aber es ist auch nicht so leicht vom Stoff her. Es ist genau so ein Zwischending. Die Arme sind bewusst, glaube ich, nicht lang, das ist extra 3/4, ne? Und hier haben wir jetzt einmal so, sieht der Stoff halt von nahem aus. Ich finde, das, ne, ist halt etwas dünn. Aber gerade für jetzt, wie viel Grad haben wir gerade draußen? 16 Grad ist es eigentlich perfekt, ne? Weil das kann ich dann einfach mit einer Legging zusammen anziehen und habe dann meine Freude. Süß sind natürlich die Öhrchen hier an der Kapuze, ne? Das sind Träumchen. Ich finde es einfach unheimlich cool und ich glaube, dass ich das jetzt auch super viel tragen werde. Ich finde die Taschen klasse. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass das ein bisschen dicker ist, aber jetzt, wo ich es hier habe, finde ich es eigentlich genau so, wie es ist, gut, ne? Ja, es ist nicht so super hochwertig und alles, aber ich glaube, das wird mein It-Piece für den Herbst. Richtig schick finde ich dieses Kleid tatsächlich. Das ist so ein Strickkleid, was auch einen sehr interessanten Rückenausschnitt hat. Die Farbe, gewöhnungsbedürftig, kann man aber super schön kombinieren, zum Beispiel mit einem schönen dunkelroten Schal oder einem schönen Tuch oder so, weil der Rundhalsausschnitt halt auch relativ hoch ist. Aber ich finde das super bequem. Ich finde es auch nicht kratzig, ich finde es sehr, sehr weich. Die Arme finde ich hier genau passend lang, das ist super für mich. Und ich finde es auch schön, dass wir hier so eine Kordel haben, wo wir quasi die Taille etwas enger schnüren können. Die Länge gefällt mir, kann ich super mit einer Leggings und Stiefeln kombinieren. Also das ist auch ein Kleid, was ich sehr, sehr gerne mag und was ich echt schön finde und was mir gefällt, ne? Ich weiß nicht genau, ob es meine Farbe ist, ob es mich vielleicht ein bisschen zu blass macht, aber da kommt es wirklich drauf an, wie man das kombiniert. Aber ich finde, getragen sieht es eigentlich echt toll aus. Mag ich gerne leihen. Falls dann doch noch der ein oder andere Tag dabei sein sollte, wo es ein bisschen über 20 Grad warm ist, habe ich noch ein Kleidchen hier, was ich gerne noch tragen werde. Oder wenn der Frühling dann demnächst irgendwann mal wieder rauskommt, dass ich da einfach wieder ein bisschen was Blumiges habe. Ich weiß nicht, ob ich das zu bieder finde oder ob ich das genau perfekt finde. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich finde das unheimlich niedlich, dieses Kleid. Diesen Ausschnitt finde ich klasse. Ich mag diese Raffung hier an den Hupis, weil das Ganze noch etwas voluminöser und größer bei mir aussehen lässt. Und ich mag, wie die Arme hier geschnitten sind, dass es einfach so ein bisschen besonders ist. Die Qualität ist so gewöhnungsbedürftig. Nein, also es ist verbesserungswürdig, weil man sieht hier so einzelne Fädchen und so, ne? Aber an und für sich mag ich das Kleid. Ich habe das eben beim Anziehen gar nicht bemerkt, dass wir hier an der Seite sogar einen Reißverschluss haben. Der war eben sogar ein Stückchen offen bei mir. Ansonsten, also das hier auch in der Mitte, dieses sieht man am Rücken ganz gut, diese Raffung nochmal, dass das Ganze schön tailliert sitzt und so, ne? Ich mag auch die Länge, weil das ist halt so eine perfekte Übergangslänge. Es ist nicht Mini, es ist Midi, ne? Also ein Midi-Kleid und das finde ich total super. Und das mag ich wirklich gerne leiden. Auch hier der Stoff, muss man mal gucken, raschelt schon so ein bisschen. Also der ist halt, weiß ich nicht, aber der ist irgendwie gar nicht so verkehrt. Also die Klamotten, die stinken zum Beispiel auch nicht irgendwie oder so, ne? Aber ich weiß es nicht. Da muss ich wirklich gucken, wie das ist, wenn ich das auch langfristig trage, wie ich mich darin fühle. Aber so eben beim Anprobieren hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Ja, das nächste Teil ist eher so eine Art Weste. Westen kommen jetzt ja auch immer wieder, habe ich gesehen. Und ich mag diese Weste eigentlich relativ gerne, finde ich hier den Stoff aber ein bisschen schwierig. Und ich wusste erst gar nicht, wie ich das zu tragen habe. Das ist nämlich so eine moosgrüne Weste.
die so einen seidenähnlichen Stoff hat. Ne? Da man das eh drüber zieht und nicht auf der nackten Haut trägt, finde ich das gar nicht so schlimm. Das ist nämlich auch so leicht glänzend und so. Das heißt, es wird auch kein Schwitzi-Stoff sein, weil du ziehst es ja eh drüber. Dann hat die ja hier noch den Gürtel, den man dann lose schnüren kann, um das Ganze noch taillierter zu haben. Kann man aber auch ohne tragen. Ich finde diese Weste, jetzt so auf dem Bügel sieht die relativ unsexy aus, ne? Aber wenn ich die eben so getragen gesehen habe, das mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Und ich glaube auch, dass ich die diesen Herbst zu dem ein oder anderen Langarm-Shirt, was ein bisschen langweiliger ist, kombinieren werde, weil die das Ganze noch so ein bisschen aufpeppt und ja, spezieller macht. Also hätte ich das jetzt so im Laden hängen gesehen, hätte ich mir das nicht gekauft. Aber jetzt, wo ich das eben anprobiert habe, habe ich mich eigentlich schon sehr damit angefreundet irgendwie, ne? Also eigentlich mag ich das ganz gerne leiden. Schwieriger Stoff, aber mal gucken. Hier kommt jetzt leider nicht das Beste zum Schluss, sondern leider das Teil, was mir am wenigsten gefallen hat und wo ich mir eigentlich die meisten Hoffnungen zugemacht habe. Ich dachte, dass dieser schöne, lange Cardigan so flauschig und kuschelig und so ist. Ist er leider nicht. Der ist nicht so geil vom Stoff her. Ja, die Arme sind mir zu kurz und der Stoff ist mir irgendwie zu dünn und zu, ich weiß es nicht. Und dann habe ich hier auch irgendwie einen Materialfehler hier hinten schon direkt drin. Also das ist tatsächlich nichts, was ich gerne behalte, weil ich das einfach nicht mag. Also das ist wirklich ein Teil, was ich nicht empfehlen kann, tatsächlich. So ihr Lieben, das war jetzt mein Try-On Fashion Haul von Soul Mia. Denkt auf jeden Fall an meinen 18% Rabattcode Claudi, falls ihr Bock habt, dort vorbeizuschauen. Es ist wirklich so eine Sache für sich, ne? Man kann super Glück haben oder man kann halt auch echt ins Klo greifen, muss ich ehrlich sagen. Also nicht alles ist da wundervoll, aber manche Teile sind schon sehr, sehr interessant, weil es etwas ausgefallenere Schnitte sind und das gefällt mir einfach. Und ja, ich bedanke mich sehr bei Soul Mia für die Kooperation. Es war sehr interessant, einfach mal bei euch zu stöbern und die Produkte auszuprobieren, zu schauen, wie das so Werbung versus Reality quasi ist. Und ja, so viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Fashion Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!